Metal mit Dudelsäcken. Wo sind die Dudelsäcke? Ja, die Dudelsäcke, die haben wir nicht dabei. Aber wir haben natürlich auf der CD mit drauf. Aber live können wir das nicht spielen. Wir sind ja nur vier. Und wir möchten die Band nicht ausbauen. Also vier Personen sind genug, wenn du schon siehst, wie lange es braucht, bis wir alle zusammen hier sind. Jetzt der lebende Beweis. Was ist drunter? So, was ist drunter? Jungs! Zwei Dudelsäcke! Also vorm Konzert kein Alkohol, nur Wasser. Ist besser. Kannst du besser spielen, wenn du nüchtern bist? Oder? Nee, da muss ich nicht so doll pinkeln. Wir haben ein ESP-Endorsement, also LTD getan, ESP getan. Ja, zeigst du mal ruhig rein. Genau. Ihr habt ein Endorsement-Deal? Ja, ja, genau. Mit ESP. Signature? Nein, leider keine Signature, nee. Kommt noch. Es muss ja irgendwo rauskommen, was für Boxen benutzt ihr oder gar keine, alles übers Pult? Also wir haben keine Boxen, wir haben keine Lautsprecher, nur In-Ear-Systeme und du hörst auf der Bühne nur Schlagzeug eigentlich. Camper-Amps, gell? Zu faul zum Tragen. Richtig. Zu viele Jahre Konzerte gespielt und irgendwann sagt man, übernimmt den Kompromiss. Ich habe schon gehört, CH, ein halt und tiefer, dann kannst du ja auch eine siebenseitige kaufen. Kannst du sogar noch Drop A machen. Das funktioniert für uns. Das soll ich ja. Außerdem brauche ich dann noch länger beim Stimmen. Das mache ich. Lemmy hat mal gesagt, ich spiele 2 Wochen im Jahr beschissen. Immer dann, wenn ich im Studio bin. Was hältst du davon? Ja, so geht's mir auch. Also eine Weisheit. Also wirklich, man übt, man macht, man probt und am Schluss, wenn es drauf ankommt, denkt man. Ja, das ist so. So geht's mir auch. Im Studio bin ich dann eher nervös. Auf der Bühne nicht so, weil ist ja alles schön verpackt und im Studio hörst du dann jeden einzelnen Ton, jeden Schlag und ja, gebe ich ihm recht. Once I'm on stage, I just lose everything. There is, I don't think about it. Yeah, before maybe 5 minutes, a little bit. Oh shit! I think I have to go to the toilet. But when I, but when I'm on stage, everything goes away and it's just enjoy. Deine Lieblingsplatte von Sodom? Eindeutig Agent Orange. War auch ganz hoch platziert in den Charts damals, aber da warst du wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt, kann das sein? Ich bin nur ein kleiner Stümpel. Hallo? Ihr habt Glück, es ist erst, noch ist Sodom Autogrammstunde. Gut, dann bin ich erleichtert. Ja, willst du kein Autogramm von Sodom? Ja, weiß nicht, ich bin extra wegen Wintersan gekommen, also nur wegen Wintersan. Sodom finde ich auch klasse. Aber ich bin halt schon ein Wintersun-Fan und ich finde es echt cool, dass die Jungs hier runtergekommen sind. Nach Weil, ja? Nach Weil am Rhein. Muss er jetzt den Jungs erklären da draußen, Metalheads und Metalgirls, wo liegt Weil am Rhein? An der Schweizer Grenze. An der berühmten Schweizer Grenze zu Basel, ja. Why you sing better than him?
Yeah, I think so too. I was thinking of just doing all the singing myself. And then actually I can play guitar as well. So what the hell? Drums. I can have a drum on my back. Really cheap beer. It's about six euros if it's really cheap. Cheap? Yeah, for a normal pint. But if you go to a fancy place, like 11, 12 euros? 10 euros. At least 10 euros. Do you drink much beer? Yeah. He does, because he's rich. I don't, because he's way more rich than me. So he drinks a lot. He drinks a lot. And I mean a lot. You are? Rasta the singer. Hi. Hi, I'm Vogue, a guitar player. Oh, I'm Cuba, I'm bass player. Do you have time to enjoy some bands and to get some creative motivation? I don't know, what's the... Yes. Würdest du dir ein ABBA-T-Shirt anziehen? Wenn ich mit meiner Mutter zu ABBA gehe, ja. Heavy Metaler sind ungebildet. Kann ich sagen, dass dem nicht so ist, denn es gibt Studien darüber, dass je deprimierter du bist, je größer deine Depressionen sind, desto kreativer bist du, desto bessere Musik hörst du. Heißt, jeder, der Heavy Metal hört, ist von Natur aus schon mal hochgebildet. Wir sind alle gebildet, weil wir haben Taktgefühl, wir haben Musikgefühl, wir haben alles gefühlt. Und wir haben Alkoholgefühl. Ja. Erstmal die Special Effects. Ich bin der Armin und sie ist... Ich bin die Karin, hallo. Genau, und wir machen hier den Whisky-Stand von Baden im Blut. Dieses Jahr das erste Mal, 2019. Ist so ein Stück weit ein Versuchskaninchen, aber bis jetzt läuft es ganz gut. Wir haben drei Sorte Whiskys im Angebot. Zum einen ein sehr milder Glenfarclas, dann sowas in der Mitte, ein Talisker Dark Storm. Und dann für die etwas rauchigeren Freunde ein Kilchoman Machia Bay von der Insel Isla. Ich denke, es kommt ganz gut an, oder? Was sagst du? Ja, ich glaube, je später die Stunde, desto mehr Whisky wird getrunken. Orange. Fire doesn't burn.